Moin und herzlich willkommen zur 1032. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationsdata am Mittwoch, dem 22. Juli 2015. Und Freunde, Sportnachricht des Tages kommt heute nicht von der Insel, nicht von Manchester United, nicht von Louis van Gaal, der allerdings schon wieder ein Karlauer auf einer Pressekonferenz losgelassen hat, was eine Sportnachricht des Tages wert wäre. Nein, wir schauen heute nach Brasilien, denn wie das Online-Portal von Sport 1 meldet, sind laut des brasilianischen Verbandes CBF allein in den ersten 6 Monaten 355 brasilianische Profis ins Ausland gewechselt. Ich habe mal gerechnet, wenn ein Kader, heutzutage sind ja Kader noch größer, aber wenn ein Kader aus 22 Spielern bestehen würde, dann könnte man damit 16 Mannschaften, das ist fast schon eine ganze Liga, bestücken. Ich frage mich, ob überhaupt noch irgendjemand in Brasilien spielt. Man muss dazu sagen, letztes Jahr waren es in Anführungszeichen nur 330 im ganzen Jahr. Dieses Jahr, wie gesagt, in der ersten Hälfte bereits 355. Allerdings nur bei 167 Brasilianern war beim Wechsel auch eine Ablösesumme entstanden. Das macht eine Summe von 91 Millionen aufgerechnet. Dafür kriegt man heutzutage nicht mal einen ganzen Müller. Bevor wir gleich auf die Rohstoffliste schauen, ich weiß nicht, ob Sie regelmäßig unsere Ausgaben schauen. Ich hatte Ihnen vor einigen Tagen gesagt, aber auch schon vor einigen Wochen, dass wir bei aufkommender Schwäche bei den Energiewerten, bei Crude, bei Brent, bei Benzin nicht die Rohstoffe selbst auf der Shortseite traden würden, sondern Aktien in diesem Sektor. Sie wissen, wir haben eine Bullen- und Bärenliste, die sind fundamental vorsortiert nach fundamental stark und fundamental schwach, denn eine Aktie bekommt dann richtig Bewegung, wenn die großen Jungs in die Aktie reingehen oder aus der Aktie rausgehen, und die handeln sie nicht, weil sie einen hübschen Chart hat, sondern weil die fundamentalen Daten stehen müssen. Das, was wir machen, ist, wir sortieren Aktien erst nach fundamentalen Parametern und dann traden wir sie nach technischen Gesichtspunkten. Ich hatte Ihnen dann auch gesagt, dass wir uns jetzt hier auf der Short-Seite bei den Energiewerten konzentrieren würden. Ich will noch ein paar Werte zeigen. Also, das ist eine Aktie, Sie wissen nicht, welche das ist, Sie werden es mir verzeihen. Hier in den letzten 7 Handelstagen minus 20% ist im Öl- und Gassektor tätig. Dann hier diese sehr starke bärische Bewegung. Das habe ich selber getradet, von minus 16% innerhalb von 18 Handelstagen. Und eine habe ich noch für Sie, das hat wiederum Silvio getradet, minus 22% in 39 Handelstagen. Alles hier klassische Fortsetzungsmuster, Hauptbewegung, Nebenbewegung und nächste Hauptbewegung. Warum ich Ihnen das zeige? Sie können an unserem Mentorprogramm teilnehmen. Wir sind wieder mit unserem Seminar im September vom 25. bis zum 27. in Frankfurt. Vorher bekommen Sie Videos, hinterher bekommen Sie ein halbes Jahr lang Betreuung mit Webinaren, mit Hausaufgaben und natürlich bekommen Sie unsere Bullen- und Bärenliste mit inklusive, die Sie dann selbstständig technisch traden können. Wenn Sie das interessiert, sind Sie ganz herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden, egal ob ich jetzt unabhängig, ob ich jetzt im Urlaub bin oder nicht. Sie werden Ihre E-Mail auf alle Fälle beantwortet bekommen. Und damit der Blick auf die Rohstoffliste. Und wir sehen Silber plus 0,13, Palladium weitestgehend unverändert, Gold in der Spitze minus 1%, aktuell minus 0,6% und schwach zeigt sich Kupfer und auch Airbob Gasolin minus 1,8%. Also Gold hat einen Abwärtstrend, der bestätigt wurde. Wir haben hier mit der Unterstützung gespielt. Jetzt ist der Markt nach unten weggebrochen. Das, was wir hier sehen können, ist, wir haben hier eine ausgedehnte bärische Bewegung, die aller Voraussicht nach hier losgegangen ist, bis hier unten hingelaufen ist. Das sind 10%. Deswegen sage ich Ihnen in den letzten Tagen immer wieder, dass der Markt schwach aussieht, dass der aber auch überverkauft aussieht. Und darum ist es durchaus vorstellbar, dass Gold hier in diese Richtung läuft, in Richtung 1070 läuft, vielleicht ein bisschen darüber hinaus, dass wir aber unwahrscheinlich, das ist jetzt meine Meinung, sofort hier ganz heftig abverkauft werden und sofort in Richtung 1000 laufen würden. Aufgrund dieser ausgedehnten Hauptbewegung, die wir haben, ist es deutlich interessanter, den Markt dann zu traden, wenn der vielleicht zu einem Pullback ansetzt, in Richtung 1120, 1130 kommt, falls er dahin kommt. Sehr interessante Zone, um diesen Markt wieder zu shorten, oder dass der hier sich eine Weile seitwärts bewegt, ohne wirklich Stärke zu finden. Das ist kein Markt, den ich als Unterstützung kaufen wollte. Dafür sieht dieser Rohstoff extrem schwach aus. Der wird ausverkauft und bleibt liegen. Gleichzeitig
ist die Bewegung durchaus schon eine Weile unterwegs. Und deswegen, für den Fall, dass es eine Nebenbewegung gibt, wäre das nach meinem Dafürhalten deutlich interessanter, um das wieder hier runter zu traden. Übergeordnet scheint es eher so aus, sieht es eher so aus, dass wir in Richtung 1000 laufen werden. Jetzt haben die Bären mit dem, was hier passiert ist, wieder die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt sich in Richtung 1000 bewegen möchte, erhöht. Ich hatte Ihnen gestern gezeigt, dass wir auch bei den Goldminen einen überverkauften Markt haben, wenn auch bärisch. Und deswegen wäre ich persönlich vorsichtig, hier zu verkaufen, um in Richtung 1000 handeln zu wollen, sondern nach meinem Dafürhalten eher kurzfristige Trades interessanter, beziehungsweise wenn der Markt einen Pullback gemacht hat und nicht mehr ganz so überverkauft aussieht. Airborb Gasoline hatte ich Ihnen gezeigt. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Da war der Markt so ein bisschen zurückgekommen und noch ein bisschen. Ich hätte Ihnen gesagt, ich möchte, dass er noch ein bisschen zurückkommt. Und dann wäre es interessant, um das wieder auf der Short-Seite zu traden. Der Markt macht aktuell minus 1,8% mit den tieferen Tiefs und hat deutlich größere Wahrscheinlichkeit, hier an diese unterstützende Linie ranzulaufen. An die 1,8. Crude kämpft nach wie vor mit der 50-Dollar-Marke. Auch hier deutlich größere Wahrscheinlichkeit für eine bärische Fortsetzung mit der K&D-Linie umeinander geschlungen, mit dieser Seitwärtsphase, die bärisch aufgelöst ist und nochmal das Potenzial hat, eine Fortsetzung zu machen in Richtung 48. Und dann schauen wir abschließend noch auf Silber. Silber läuft in einem abwärtsgerichteten Kanal. Der Markt macht eine Art bärische Seitwärtskonsolidierung, hat aber hier noch Unterstützung. Der Wochenchart sieht ausgesprochen schwach aus. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, ob man im Bereich einer nahenden Unterstützungszone jetzt nochmal bärisch in den Markt reingehen möchte oder ob man diesen Markt kaufen möchte. Weder das eine noch das andere. Für den Fall einer Gegenbewegung in Richtung 15.10 hier mit dieser horizontalen Marke ist schon eine erste Widerstandszone, die auf Silber wartet, mit dem Potenzial wieder runterzukommen. Und erst wenn der Markt die 15.10 aus dem Weg räumt, dann könnte er sogar in Richtung 15.40 laufen. Darunter, unterhalb der 14.50, ist dann die nächste Unterstützung 14.30 und dann die nächste Zone im Bereich von 14 Dollar. Bitte denken Sie dran, morgen gibt es die letzte Videoausgabe in der Rohstoffsektion. Danach werde ich mich in einen Urlaub verabschieden. Dann gibt es mit den Ausgaben, die Silvio Ihnen zur Verfügung stellen wird, wahrscheinlich auch bei den Ausgaben von Tom, zu den Devisen, dann Ausgaben und Analysen zu Gold und Silber und anderen Rohstoffen. Ganz herzlichen Dank. Bedenken Sie bitte Ihr Risiko und traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamed Esnaschari und wissen Sie was? Ich merke schon Müdigkeitserscheinungen, wenn ich Ihnen sagen möchte, dass Sie nicht ohne Stop-Loss traden. Aber wo ich niemals Müdigkeitserscheinungen merken werde, ist, wenn ich Ihnen Gesundheit wünsche. Denn das wünsche ich Ihnen vom Herzen und ich weiß, dass es das Allerwichtigste ist, das wir haben. Deswegen wünsche ich Ihnen vom Herzen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader doch bitte gewogen.